Halli, hallo, hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder dort. Wir haben noch etwas Platz und wir wollen jetzt spionieren gehen. Wir wollen der Quest folgen. Hoffe ich zumindest nicht, dass sie irgendwas anderes angekündigt hatte. Denn, ich habe mir jetzt nicht meine letzte Folge nochmal angeguckt. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Und, wäre jetzt Kappes, wenn ich euch eigentlich was vollkommen anderes versprochen habe. Und, nur die Süßkartoffeln. Und jetzt, hier wirklich einbreche. Das wäre, ja, schade. So, aber ich weiß noch, wir wollten das auf jeden Fall tun. Oh, 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 oh. Alter! Wow! Alter! Alles klar. Verdammt! Mit euch kämpft es sich gut. Ich bin noch nicht so weit. Okay. Alter, das war jetzt krass. Kommst du nur rein? Direkt erstmal ein fetter Kampf. Richtig Probleme. Gut, was heißt Probleme? Also für uns war der Kampf leicht, ja, aber hier richtig Theater gehen richtig ab. Die, weiß nicht, man kommt nur rein. Statt einem guten Tag gibt es erstmal voll aufs Maul. Übelste Sorte. Übelste Sorte. Aber ich hab angefangen zurückzuschreien. Quatsch, zu schreien. Zurückzuschlagen, weil die eine hat, meine ich, gerufen für Haus Lalu. Das heißt, wir lagen richtig. Das sind die Bösen. Wir haben jetzt nicht irgendwie was Böses getan, als wir sie abgeschlachtet haben. Ja, also nicht vergessen, es ist vollkommen in Ordnung, Menschen zu töten. Nein, Mann, Quatsch! Hört bloß auf, hört nicht auf so einen Mist. Hört bloß nicht auf so einen Mist. Ist natürlich totaler Quatsch. Aber wir hatten ja den Auftrag und, ja. Hier steht überall Geld, aber stehlen möchte ich eigentlich nicht. Was ist das denn hier? Ach, das ist so ein Süßkartoffelding. Ja, nee, also wie gesagt, die hat irgendwie gerufen, Haus Lalu, weiß der Kuckuck. Das heißt, sie war die Verräterin. Und wir dulden natürlich keine Verräter in unserem Haus. Die haben sogar eine eigene Schmiede im Keller, wie krass ist das denn? Okay, das war das, das war das. Dann jetzt hier. Boah, was? Wäre das wirklich stehlen? Ich meine, die sind ja hinüber. Boah, was hier alles rumsteht. So viel Zeug. Alter, hier die ganzen Seelensteine. Boah, voll krass. So viel Zeug liegt hier rum. Das ist ja heftig. Stehlen von Truhe? Nein, ich will nicht stehlen. Ich suche... Oh, die haben hier ein Zeug. Das wäre super fette Beute. Aber ich will ja nicht klauen hier. Ich suche nur Beweise. Ich suche die Beweise. Irgendwo. Tresor aufschließen. Na, Mühe nach rechts. Nein, falsch, Mühe nach links. So. Und da. The Ulen Matter. Ja, auch schön, aber nicht so wertvoll. Hier kann ich auch drinnen nehmen, ohne zu stehlen. Weil das gehört zum Quest, so wie es aussieht. Das gehört zur Quest, deshalb kann ich hier mich frei bedienen. Ohne dass es als Diebstahl gilt. So, Bücher. Ulen, irgendwas, wo ist es? Da. Die Notiz. Dear Kanzler Saldin. Oh, ein Counselor ist sie.
In a matter of days. In a matter of days, I believe. Vielleicht in einigen Tagen. In a matter sagt mir gar nichts. In a few days kenne ich. In a matter of days kenne ich nicht. Auf jeden Fall in einigen Tagen oder was. Glaube ich, sind wir bereit. Unsere Kräfte verstecken sich in der Aschenfall-Zitadelle wurden Tag und Nacht trainiert, bereit zuzuschlagen, wenn wir das Signal geben. Mit Captain Vellet distracted by the Ash Spawn's attacks. Ist irgendwas bei den Ash Spawn Angriffen? Weiß ich jetzt nicht genau. Die Zeit scheint perfekt. Ich wartete beinahe eine Dekade, um, also ein Jahrzehnt, um meine Rache, meine Revanche von Leryl Morvain für den Tod meines Ancestor, ich weiß nicht, Ancestor, my Ancestor, bin ich jetzt gerade nicht so sicher. Ich wartete auf dem seinen Tod, so wie es scheint, und meine Klinge wird durch seinen Hals schneiden. Der nächste Brief, den du bekommen wirst von mir, wird seinen Kopf in einem Sack beinhalten. Stelle ihn stolz aus in der Halle des Hauses Lalu, Bruder. Vendil Ulin. Okay, wir haben die Beweise gefunden. Sie ist definitiv schuldig. Das geben wir jetzt ab. Wenn die quasi für vogelfrei erklärt werden sollten, könnte möglicherweise hier der Besitzstatus verloren gehen. Das heißt, ich könnte hier nochmal rein und verzeiht mir bitte, ich musste husten. Dann könnte ich hier nochmal rein und möglicherweise mich bereichern an deren Gütern, ohne dass es als Diebstahl gilt, wenn die erstmal als hier Feinde des Reichs oder was angesehen werden. Und dementsprechend deren Besitz vielleicht nicht mehr geschützt wird. So, The Retching Natch. Wir wollen wieder in unsere schöne Kneipe. Alter. Alter! Dein Ernst? Schieb mich doch nicht weg. Hallo! Habt ihr auf dem Severin-Anwesen Beweise gefunden? Ja, ich habe Beweise für die Schuld der Severins gefunden. Dann haben wir sie endlich. Ja, jetzt ich habe sie schon. Jetzt müssen wir sie nur noch schnappen und ihre gerechten Strafe zuführen. Ist nicht mehr nötig. Hä, sie werden wohl kaum einfach aufgeben? Okay, sie werden wohl kaum einfach aufgeben. Gut. Sie sind doch schon tot. Ich werde zwei der besten Mitglieder der Redoran-Wache auf sie ansetzen. Helft ihnen auf jede nur erdenkliche Weise. Ich mache mich sofort auf den Weg. Okay. Das würde ich euch raten. Von diesen Verrätern darf keiner entkommen. Könnt ihr mir mehr über die Familie erzählen und so weiter und so weiter? Trifft dich mit der Redoran-Wache. Okay. Die Aschenwachen-Zitadelle ist schon seit langer Zeit verlassen. Seid auf alles vor. Alles klar. Das heißt, wir haben die eigentliche Verräterin hier im Dorf aufgespürt. Gibt es viel zu tun. Mein Gott, Quatsch. Ihr alle viel im Moment. Also, ja, ich weiß, ich auch. Aber hallo, ich meine, Hauptmann der Redoran-Wache. Mann. Zu euren Diensten. Ach, das sind die schon. Weil ich wollte gerade sagen, das sind schließlich meine Let's Plays. Da quatsche ich auch viel. Aber die müssen hier nicht alle so viel quatschen. So. Okay, auf zur Redoran-Wache. Wie gesagt, wir haben die eigentliche Verräterin schon einen Kopf kürzer gemacht. Aber die sprach ja auch von, was weiß ich, fast einer ganzen Armee, die sich bereit hält anzugreifen und so weiter. Wow, 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 nein. Okay, die Kante hier ist rund. Man rutscht runter. Nicht so schlimm. Wir gucken mal gerade, wo wir hin müssen. Ist das hier vielleicht irgendein... Hallo?
Hallo? Ja, triff dich mit der Wache. Ah, hier. Hier mit der Redoran-Wache. Alles klar, dann gehen wir von hier aus nach Norden, sonst ist das ja ein endlos weiter Weg. So. Ja, ihre Truppen, die sich versteckt halten, die müssen wir uns jetzt noch schnappen und sie fertig machen. So, das werden wir noch erledigen. Die eigentliche Verräterin ist ja schon ihrer gerechten Strafe zugeführt worden von uns. Mehr oder weniger unfreiwillig. Ich meine, sie hat uns beim Betreten ihres Hauses angegriffen. Ja, man geht auch nicht einfach so in fremde Häuser, aber es wäre schon schön gewesen, hätte sie wenigstens einfach... Wow. Wer ist da? Es wäre schon schön gewesen, langsam, hätte sie wenigstens einfach einmal gefragt, was wollt ihr hier? Da sie das nicht getan hat, gehe ich davon aus, ja, dass sie schon wusste, dass sie enttarnt ist. Okay, die haben nicht besonders wertvolle Sachen dabei. Okay, setzt der Bedrohung ein Ende. Haben wir gerade gekriegt, hat sich gerade aktualisiert, aus einem einfachen Grund. Wir haben die Wache bereits gefunden, die waren etwas vorgelaufen. Zu ihrem Pech waren sie alleine vorgelaufen, denn die Wachen sind beide tot. Wir kamen zu spät, wir konnten sie nicht mehr retten. Komm schon! Ach, da kommt noch eine Aschenbrut. Ja, super toll. Alter, kämpft doch nicht alleine mit denen. Warte mal, ich hol uns mal... Ich mach uns mal gerade den Rücken frei hier. So. Damit die nicht von hinten immer noch weiter auf uns drauf schießen können. So. Warte mal, hier war auch noch was. Das ist, sie hatte sich einen von den Typen geholt. Okay, so, dann müssen wir der Bedrohung jetzt alleine ein Ende setzen. Ah, okay, Serena hat einen Insider jetzt quasi, schickt sie rein. Hallo? Waren das alle? Keine Wachposten mehr auf ihren Plätzen? Müssen wir jetzt nur noch in die Zitadelle rein? Das ist, glaube ich, Herzstein. Hatten wir ja letztens gerade erst mitgenommen. Lass ich jetzt erstmal. Wir wollen ein bisschen Action haben. Jetzt nicht schon wieder abbauen. Okay, soweit, so gut. Wir speichern kurz. Bevor wieder irgendwas irgendwie Missliches passiert. Und rein in die Zitadelle. Und jetzt machen wir der Bedrohung ein Ende. Ein Ende. Hallo? Keiner zu Hause? Oh, da geht's auch noch runter. Okay, die halten nicht viel aus. Wenn sie nur einen Schuss braucht, ich meine, sie ist ja nicht ganz so stark wie ich. Das war erschreckend schnell. Skelett hat Geld dabei, das ist gut. Orkische Stiefel, ist jetzt nicht so was Besonderes. Okidoki. Dann wollen wir mal hinvorpreschen. Okay, unter der Zitadelle scheint es Höhlen zu geben. Hallo? Ah, hier. Hier haben sie sich wohl versteckt. Okay, so wie das Gemäuer aussieht, ist das aber immer noch Teil der Zitadelle. Ja! Den Augen des Drachenlass. So, der ist schon mal hinüber. Geld. Ja, die Rüstung ist alle nicht so toll. Oh. Ja! Von hinten durch die Brust ins Auge. Haha.
Im Team sind wir unschlagbar. Sie lenkt ab, ich töte, sozusagen. $3,450. Okay, der ist ein bisschen was wert. Den nehmen wir tatsächlich mit. Und ja, statt dem Rüstungsgedöns, ich will wieder ein paar Bücher mitnehmen. Und sie sind tatsächlich alle auf Englisch. Die sind tatsächlich alle auf... Ich habe das extra mit deutschen Buchtiteln und alles installiert. Ich weiß nicht, was das soll. Vor allem, guckt euch das an. Ihr seht, es ist deutsch installiert. Weil eigentlich ist ja sogar der Bucheinband. Die Bucheinbände, dass es so schöne Bucheinbände gibt, das ist eine Zusatzmod. Das heißt irgendwie Beautiful Bookshelves, was weiß ich, keine Ahnung. Müsste ich nachgucken. Und davon gibt es eine zweite Version für deutsche Einbände. Und ihr seht, ich habe alles auf Deutsch installiert. Die Abbilder, zweimal das gleiche Buch, nehmen wir nur einmal. Und trotzdem, es ist auf Deutsch installiert. Und trotzdem, es ist Englisch drin. Ich weiß nicht, was der Mist soll. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Aber alle. Ausnahmslos alle. Das... Jo, guckt mal. Ich zieh das hier mal gerade raus. Moment. Da, das gelbe Buch der Rätsel. Yellow Book of Riddles. Es ist wirklich in Deutsch installiert und trotzdem sind alle Inhalte Englisch. Alle Inhalte sind Englisch. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist eine Mod, dass das zusätzlich jetzt ein Cover hat. Aber selbst mit der Mod klappt es auf Deutsch. Aber die Inhalte, die sowieso im Spiel sind und übersetzt sein müssten, die sind es nicht mehr. Ey, das... Ich krieg zu viel hier, echt. Ich check das nicht. Das ist ja furchtbar. Da, a dream of thing, wenn ich wieder raus... Ein Traum von Sovngarde. Das mit den Covern hat alles funktioniert. Trotzdem sind alle Inhalte Englisch, das ist doch... Ey, da krieg ich zu viel. Da krieg ich echt zu viel. Da sind die deutschen Mods installiert. Über das Reich des Vergessens. Lesen, on Oblivion. Es ist wirklich... Es... Der große Krieg. Es ist... Verdammt! Die Mod hat einwandfrei funktioniert. Da steht alles auf Deutsch. Aber die ganzen Inhalte sind Englisch. Verdammt nochmal. Ey, sorry Leute, aber ich kann gerade gar nicht anders als mich aufregen. Dass ich weiß nicht, was dieser Mist soll. Nein, nicht benutzen. Nein. Geh weg. Geh wieder zurück. Ich will die Seelensteine haben. So. Das ist doch echt nicht wahr. Von daher, ihr seht an den Covern, dass ich echt alles auf Deutsch installiert habe. Aber trotzdem, irgendwo ist ein Bug, ein Fehler, eine andere Mod, keine Ahnung, die sämtliche Bücher auf Englisch umschreibt. Und kein Mensch weiß, warum. Das ist ja furchtbar. Lederstreifen nehmen wir mit, Stroh braucht kein Mensch. Jo, Zutaten nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und nehmen wir auch mit. Also, oh, mächtiger Seelenstein. Katzen von Skar. Sehr cool. Das kommt auch noch mit. Das brauchen wir nicht. Und hier komme ich gar nicht so rein. Okay, das heißt, hier irgendwo muss ein Hebel sein oder ein anderer Weg oder irgendwas. Nee, hier geht's wieder raus, ne?
Ja, das war der Eingang. Machen die das gleich von der anderen Seite auf? Oder? Scheinbar nicht. Hä? Ach so, sie beschwert schon wieder einen hier. Alter! Muss hier nicht irgendwo ein Hebel sein? Hallo? Hier ist eine Kette! Ja! Jawohl, so klappt's. So geht's. So geht's. Wow, ihr seid tot. Okay. Da muss ich auch vorher noch hin. Okay, Geld. Elfenpfeile nehmen wir auch mit. Orkische Pfeile nehmen wir. Stahlpfeile, Eisenpfeile. Ohoho. Das ist ja eine richtig krasse Bogenschützin. Die ist ja fast so ausgerüstet mit verschiedenen Pfeilen wie ich. Das ist ja der Kracher. Okay, Trainingsplatz. Sonst nichts Besonderes. Dann magische Waffe. 11 Streitkolben der Austreibung. 2500. Meiner. Meiner ist das jetzt, aber sowas von. Nö. Und nö. Alles klar. Sowas von meiner ist das jetzt. So, wo geht's weiter? Bücher, gucke ich gleich mal nach. Ich wollte hier jetzt erstmal nochmal rein. Ah! Ahahaha. Boah, was ist denn das hier? Alter! Leute, geht mal aus dem Weg. War das jetzt ein Teil? Was ist denn jetzt hier aufgegangen? Keine Ahnung. Ich hab's mal aufgemacht, was auch immer das war. Ja, die Bücher. Ich nehme die Bücher trotzdem mit. Über die Dwemer. Das sind wirklich alles deutsche Titel. Das hat alles funktioniert. Es ist definitiv die deutsche Version installiert. Ihr könnt die Titel hier einwandfrei lesen. Da war scheinbar eine Quest mit bei. Ich soll irgendein Hügelgrab erkunden. Finde ich gut. Da haben wir noch ein bisschen Lavendel. Kommt auch noch mit. Aber das ist so der Hammer. Keins mehr. Nicht eins. Ich meine, ich habe das Spiel auf Deutsch. In Deutschland installiert. Auf einem deutschen Betriebssystem. In Deutsch und etc. Okay, das macht das wieder zu. Und der andere. Ah, okay. Ja, das kam von zwei Seiten, deshalb, okay. Alter, ist das hier mit Fallen gespickt? Mädel, du bleibst da stehen, wehe. Oh, was? 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 Boah! Hier zing, zing, gehen noch voll die Stacheln auch noch aus der Tür, Alter. Was ist denn los hier? Stehe ich hier auch noch? Nein, ich stehe hier nicht auf einer Falle. Oh, da ist auch noch eine. Alter, was ist denn das? Okay, das ist wahrscheinlich irgendein Rückweg. Okay, irgendwas habe ich gemacht. Ich weiß nicht was. Wow. Entschuldigung. Alter, ist das übel hier. Und... Hä? Und kein Hebel? Ich dachte, ich habe einen Hebel schon gezogen. Oh, das ist ja furchtbar. Meine Güte. Aber warum geht das nicht auf? Ja, da gehen zwei auf. Das ist schon klar. Das ist das, aber das andere nicht.
Mädel sagte. Hier ist noch eine Kette, alles klar. Nein, nein. Boah, die Irre, die baselt überall einfach drüber. Oh, meine Güte. Okay, hier ist auch offen. Ah, da, die restlichen Verräter. Der restliche Severin. Ja. So, das geschieht dir recht. Was hat er? Dädrischer Dolch, der kommt mit. Ebenerzdolch, der kommt auch mit. Ja, Brot, Diamant auf jeden Fall. Geld. Schlüssel, in Ordnung. Ach nee, habe ich glaube ich schon, ne? Tränke. 1000 klingt nicht schlecht, aber 35 schwer. Ist gar nicht so wertvoll. Gewicht 5, auch 1000. Das ist besser. Jawohl, jawohl. Vater. Ja! So, da haben wir den nehmen. Nächsten. Oh, wieder einer mit reichlich Pfeilen. Und wo ist der letzte? Ach, den hat er rausgetrieben. Ah! Das war gar nichts. Von wegen, das war gar nichts. Ey, erledigt bist du. Und er ist voll auf den Auslöser gefallen. Pfeil, 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 meins. So, sehr schön. Alles klärchen, mein Bärchen. Wir haben die Verschwörung und die Bösewichte erledigt. So, hier. Schreibfeder, Papierrollen. Okay, da ist nichts. Truhe. Ein Speer, nein. Das. Das auf jeden Fall. Feuerstuhl. Ja, komm, wir haben noch ein bisschen Platz. Wir nehmen erstmal mit. Okay, das war's. Jetzt ist die Frage, wo kommt man hier raus? Können wir hier tauchen? Igitt. Oh, irgendwer... Durchsuchen Skelett, ja. Irgendwer ist hier runtergefallen. Also das Wasser ist echt eklig, weil hier sind Leichen drin. Obwohl es sehr klar ist. Aber hier geht's, würde ich sagen, nicht raus, ne? Hier ist definitiv kein Ausgang. Okay, dann kommt jetzt der Rückweg. Wir scheinen hier wirklich raus zu sein. Also durch zu sein. Wir haben die... Uppala, uppala. So. Wir haben die Verschwörung aufgedeckt. Alle Verschwörer getötet. Nein. Und können wieder zurück und unsere Questbelohnung abholen. Ach, tut mir leid, Leute. Ich bin heute irgendwie... Ah, ich hoffe, es fällt nicht allzu sehr auf. Ich bin heute echt nicht so ganz bei der Sache. Ich bin so ein bisschen durch heute. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ah, so ein bisschen Matsche im Kopf. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich der Wetterumschwung. Wir hatten ja bis vor, was weiß ich... Letzte Woche hatten wir noch 5 Grad unter Null. Und ich musste kratzen morgens am Auto. Und... inzwischen haben wir, ich weiß gar nicht, ich glaube 26 Grad draußen und das innerhalb einer Woche von minus 5 auf 25 Grad. 30 Grad Temperaturdifferenz innerhalb von ein paar Tagen, das ist, boah, da wird einem schon ein bisschen schwummerig und ich weiß auch nicht, ich habe gleich noch was zu erledigen, aber ich bin heute total Matsche im Kopf, ich weiß auch nicht. Von daher hoffe ich, meine Kommentare sind nicht zu furchtbar und es ist, nicht. Ja, nicht. Und es ist erträglich für euch. Und ich habe mich nicht zu oft wiederholt. Nein, ich will ja zu euch. Euch. Ihr habt Rabenfels vom Verdacht. Was ist passiert? Alles erledigt. Ich gefunden. Sprecht. Er stellt keine Bedrohung mehr dar. Dann ist es endlich vorbei. Ja. Was ist mit der Redoran-Wache, die ich euch zur Seite gestellt hatte? Die waren nicht an meiner Seite, als wir ankamen. Die waren schon da, dementsprechend tot. Ermordet von den Morang Tong. Verdammt! Ich hatte gehofft, unsere Leute mit ihrer Entsendung zu schützen
aber nicht erwartet, Verluste hinnehmen zu müssen. Dass Wendil so tief sinken und diese Mistkerle anheuern würde, ich bin froh, dass ihr sie erledigt habt. Ich habe getan, was getan werden musste. Wunderbar. Der klassische Heldenspruch. Einfach wunderbar. Razar Morwein wird hoch erfreut sein, wenn er das hört. Ja, das freut mich. Das haben wir. Ja, das haben wir. Folgt mir. Ich werde euch zum Ratsherrn bringen, damit ihr persönlich mit ihm sprechen könnt. Wow. Ratsherr Morwein? Da muss er jetzt weit gehen. Adriel, ich habe euch schon seit langem nicht mehr so lächeln sehen. Dieser Besucher hat eigenhändig eine Gefahr gebannt, die euer Leben hätte beenden können. Wendil, Tilisu und Miri Severin haben uns etwas vorgespielt. Ich fürchte, dass sie in Wahrheit hier waren, um Vilor Ulens Tod zu rächen. Wendil? Aber er hat doch so viel für Rabenfels getan. Wie ist das nur möglich? Ratsherr, sie taten es nur, um unser Vertrauen zu gewinnen. Sie haben uns alle getäuscht. Ich hätte wachsamer sein müssen. Entschuldigt. Sagt es nicht. Es ist nicht eure Schuld, alter Freund. Und ihr tretet vor. Was ihr für mich getan habt, für ganz Rabenfels, das übertrifft alles, was ich jemals von einem Besucher unserer Stadt erwartet hätte. Dafür bin ich euch zutiefstem Dank verpflichtet. Vielen Dank, Ratsherr. Alter, was schubsen die mich alle, selbst während dem Gespräch? Das ist voll nervig. Also, vielen Dank, Ratsherr. Nun, Adriel wollte euch für eure Leistungen sicher angemessen belohnen. Da ein bisschen Geld mir kaum angemessen erscheint, habe ich mich für etwas Gewichtigeres entschieden. Ja? Da die Severin oder wer auch immer sie waren, sich als Verbrecher entpuppt haben, ist ihr Besitz nun konfisziert. Ja! Kraft meines Amtes als Ratsherr übertrage ich euch hiermit das Severin-Anwesen samt all seinen Besitztümern. Ja! Ihr habt euch das Bürgerrecht dieses Ortes verdient. Ja! Es wäre schön, wenn ihr ein Teil unserer Gemeinschaft werden könntet. Vielleicht. Ich bin so froh, dass ihr die Ebenerzminen wieder geöffnet habt. Ja, super! Ihr habt Licht in die Dunkelheit Dank gebracht, Dank eurer Entdeckung sind die Minen geöffnet und das Ebenerz beginnt zu fließen. Ja, meine das... Meine ewige Dankbarkeit und mein Segen sind euch sicher. Das freut mich, ja, danke. Okay, Alter, raus hier. Ja! Ja, wie cool! Es ist tatsächlich so, ich musste nichts stehlen. Es gehört alles mir jetzt. Es ist alles unser! Es ist unser! Mein Schatz! Entschuldigung. Wie geil! Severin-Anwesen. Es ist unseres. Das heißt, wir können hier wirklich alles ausräumen. Schrägstrich... stehen lassen und hier auch ein bisschen was von unserem Zeug lassen. Und ein paar Sachen ablegen. Ein paar Sachen auch dekorativ beiseite stellen. Okay, natürlich nur, wenn man auch was Komplettes hat, sonst macht das wenig Sinn. Ich habe nur Mützen und so mitgenommen, das ist natürlich Panne. Aber hier zum Beispiel kriegen wir bestimmt... Nein! Ach, nicht mein Schwert. Ach ja, man muss das, was man dran packen will, in der Hand haben. Komm hier, dädrischer Dolch. Da kann kein Dolch dran. Na toll. Was geht noch? Oder fragen wir so, was geht noch nicht? Halt, das möchte ich wieder unter Favoriten haben. Da gehen keine Dolche dran. Zack, nächster Dolch. Nein. Wieder ein Dolch. Alter, das ist doch nicht wahr. Na, yippie-ja-yay. Ich habe quasi nur Dolche mitgenommen. Das ist ja... Das hat sich jetzt super geeignet als Beispiel. War der Kracher. Okay, ich brauche hier irgendwie... Ich muss den mal anquatschen, dass wir hier irgendwie vielleicht das Haus ausbauen. Hier muss Licht hin, Alter. Die Vitrinen stehen vollkommen im Dustern. Aber da muss ich dann auch mal hier die Billig-Metall-Axt rausnehmen oder was und was Schickes reinlegen. Aber das können wir ja alles machen. Seelensteine nehme ich direkt mal mit. Heiltränke auch. Ich weiß, das ist total hübsch, wie die hier aufgereiht sind. So, Gold. Das ist ja jetzt alles unsers. Ich lasse auch erstmal alles so, wie es ist. Auch wenn irgendwo ein paar wichtigere Sachen drin liegen, lasse ich die erstmal da. Wie die Felle oder was, was ja woanders hin soll.
Tresor. Ach, guck mal, der ist jetzt auch da. Ah, warte mal. Das ist ja jetzt auch da. Aber so das Geld zum Beispiel erstmal aus allen Truhen zusammensammeln, sonst wäre das ein bisschen doof, finde ich. Dann, ach, ich überziehe die Folge. Ich überziehe die Folge, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich überziehe gerade total die Folge. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber ich wollte das jetzt gerade hier... Alter, ich habe doch das Vulkanglasgedöns mitgenommen gerade, oder nicht? Da. Sag mir bitte, der passt dran. Alter, nicht mein Schild, willst du mich denn veralbern? Okay, der Speer ist voll Panne platziert. Oh, das ist also wirklich nur was für Schwerter und Äxte. Na gut. Dann will ich aber mal gerade hier... Dädrischer Schild, das muss wieder unter Favoriten und anlegen. Waffen, das muss auch wieder angelegt werden. Okay. Oh, verdammt. Ja. So, wie gesagt, ich wollte hier nur gerade ein bisschen das Geld zusammenkratzen und so. Und wir brauchen irgendwas, wo hier ein bisschen mehr Licht reinkommt. Meine Güte. Ist ja furchtbar. Stockfinster ist es hier. So, die Seelensteine, die will ich sowieso dabei haben. Oh, guck mal, hier können wir direkt Sachen verzaubern und direkt dekorativ an der Wand hängen. Voll schön. Hier haben wir noch Regale mit dem ganzen Kram. Also, wie gesagt, das meiste will ich stehen lassen, aber das Geld will ich überall raus haben. Und gerade die Heiltränke, die sind nämlich viel, viel hilfreicher, wenn ich sie dabei habe und sie nicht hier dekorativ in der Gegend stehen. So, alles andere darf erstmal hier bleiben. Boah, das ist voll gut. Wir haben eine eigene Schmiede im Haus. Im Haus. Wir müssen nicht mal rausgehen zum Schmieden. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Wir müssen nicht mal nach draußen zum Schmieden. Ach, was ist das denn hier? Gästebett? Da ist auch noch eine Truhe. Ja, das Gold nehmen wir auch mit. Weil, wie gesagt, das Gold ist besser in der Hosentasche aufgehoben. Und die Tränke besser in der Tasche. Weil, macht keinen Sinn, wenn die Tränke hier rumstehen und im Kampf brauchen wir sie später. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Hier haben wir noch eine Feuerstelle zum Kochen. Ein bisschen Holzvorrat, auch für den Winter. Sehr schön. Ah, das ist super Sache. Ups, ich habe ein bisschen... So, Entschuldigung. Oh, seht mal, die 5 fernen Sterne. Voll schön gemacht. Lesen, the 5 Far Stars. Es ist nicht wahr, es ist nicht. Oh. Nehmen, ein Schein. Oh, die Laternen kann man auch tragen. Cool. Die sind voll schön. Okay, aber jetzt Spaß beiseite. Thema durch. Wir müssen endlich mal die Folge beenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier in unserem neuen tollen Zuhause wieder. Und von daher, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.